Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video und ja, wie ihr es schon seht, wir sind heute mal in World of Warships unterwegs und ja, ich werde mal sagen, heute geht es Spieler gegen Spieler, also PvP, gucken wir mal, wie es so läuft, ne? Bin mal gespannt, ob wir heute einen Sieg direkt erringen in der ersten Runde oder nicht und ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche jetzt, ist ja jetzt schon wieder Sonntag und dann sehen wir uns schon, naja. Und dann sehen wir halt schon wieder gegen Montag entgegen. Ja. So, gucken wir mal, ob es was wird oder nicht, ne? Und, ja. Für, was wollte ich jetzt eigentlich ansprechen nochmal? Ich weiß nicht mehr genau. Das war... Genau, Battlefield 5. Jetzt weiß ich wieder. Battlefield 5. Und zwar, falls noch nicht einigen noch nicht aufgefallen sein sollte, für die Battlefield 5 Spieler, die ihre Waffen voll aufgelevelt hatten, beziehungsweise so allgemein, ja, gut aufgelevelt waren, so auch von den Charakteren her, also von den Klassen Level war es genauso, wie Sanitäter, Angriff und so weiter, glaube die Level wurden auch resettet. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall an sich, die Klassenlevel wurden, also die Waffenlevel, wurden auf jeden Fall resettet. Und die einzelnen Charakterlevel, also von den Klassenlevel her, weiß ich es jetzt nicht genau mehr. Aber auf jeden Fall, die Waffenlevel wurden jetzt diese Woche, war es resettet. Also die wurden, warum auch immer, also jetzt zurückgesetzt und wurden halt auf ein höheres Level gesetzt, soweit ich weiß, glaube. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wurden die leider zurückgesetzt. Ja, verstehe ich nicht ganz, warum die zurückgesetzt wurden, Digga. Nur um neu zu leveln. Keine Ahnung. Also, naja. Lohnt sich jetzt wieder wenigstens ein bisschen zu leveln, oder? Weil, könnte ich mal sagen. Aber ich bin mal gespannt, ob das wird oder nicht. Problem gelöst. Alle Stationen, melde Position. Oh, das war knapp. Ja, vielleicht noch eine kurze Anmerkung noch zum letzten Video. Da hatte ich ja Rogue Company Gameplay nochmal rausgehauen. Und ich hatte am Ende noch erwähnt, wegen Cyberpunk 2077, das kam ja spät, also kommt jetzt später, es kommt ja am 10. Dezember raus. Wir sind ja jetzt schon garantiert die meisten. Und moin, erstmal schön abgeräumt der eine. Und ja, da ist es jetzt so, dass es halt... ja, halt später kommt und das finden wir natürlich alle nicht gut, aber um die Zeit ein bisschen zu verkürzen und um es vielleicht noch ein bisschen mehr zu hypen, würde ich euch vielleicht so ein Anime empfehlen, der halt in der, also so in, könnte man sagen, schon eigentlich in der Story so spielt, so in die Richtung auf jeden Fall und so in so einer Zeit spielt und den könnte ich euch einfach wirklich empfehlen. Ja, der heißt Akudama Drive, also ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen zum Angucken, so an sich. Für eine Story her macht er richtig Bock. Außer mit einem Kriminellen her ist er aufgebaut. Und er ist recht lustig, recht geil und echt spannend, muss man sagen. Also ich kann ihn euch da wirklich nur empfehlen. Der einzigste Haken an der ganzen Sache ist halt nur, dass wenn man ihn auf Deutsch gucken, also mit deutschen Untertiteln gucken will, weil er jetzt im Simulcast läuft momentan. Ja, schöne, Digga, schöne. Ich bin tot, Digga. Jawoll. Torpedos, Digga, gönnt. Gönnt, Digga, Torpedos, Junge. Ja, ich hab eh verloren. Komm, vergiss es. Digga, ich bin eh tot, Alter, durch fucking Wassereinbruch. Gibt's nicht. Halt wieder typisch ehrenlose Bots, ne? Nur mit Torpedos spielen können alle, aber nicht im Schießen drauf haben, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall, ja, so viel dazu. Ich kann euch wirklich den nur empfehlen, den Anime. Macht echt Bock, den zu gucken. Und der einzigste Haken ist halt nur, dass er halt auf Aniverse läuft. Und jeder weiß ja, also die meisten wissen ja, Aniverse ist ja jetzt neu und da braucht man halt zwei Abos, einmal Amazon Prime und halt einmal Aniverse-Abo, ist halt so eine kritische Sache. Wenn man noch zusagen muss, diese Woche, die fünfte Folge ist einfach nicht rausgekommen, ja, deswegen, ich wollte das Thema nur anschneiden, um auch mal darauf aufmerksam zu machen, Digga, ja moin, Alter, da ist einfach die Folge nicht gekommen, ne, Digga, denkt man sich so, jo, jo, Digga, überall funktioniert es, bei einigen Wörtern funktioniert es nicht, die eine kacke Folge raus, so, ne? Ja, ich schon doof, aber naja. So, gucken wir mal, ob wir jetzt schaffen, einen Sieg zu holen oder nicht. Digga, ich hab... Oh, stimmt. Ich bin eben wie auf Bots losgegangen, Digga.
Ich habe ja gesagt Bots, ne? Das war gegen Spieler, Leute. Tut mir leid. Ich habe davor nämlich gegen Bots mich eingespielt. Eine Runde und jetzt war ich voll im Bot-Modus gerade drin noch. Ja, moin. Fällt mir auch früh auf. Aber ja, wie gesagt, also. Ja. Torpedos, ne? Torpedos. Echt ein Abfuck. Ja, aber gut zu wissen, Digga, dass es gegen Spieler war und nicht gegen Wurz, ne? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ist schon irgendwie ein bisschen schade, dass da die fünfte Folge nicht erschienen ist. Weil gerade wurde es spannend, ne? So ein kleiner Teaser, wenn man das Intro gesehen hat, den Teaser kennt man ja schon mit den Kopfgeldern und die Kopfgelder sollten jetzt revealed werden. Endlich sollten die Kopfgelder revealed werden, also die krassesten Gangster, Digga, von Cyberpunk, von der Welt, Digga, sollten jetzt revealed werden da und, ja, die krassesten Kopfgelder halt von denen, aber, boah, nicht, Digga, die Folge ist einfach nicht erkommen bei uns. Und dabei muss man sagen, Digga, der Zeitplan ist straff, die kommen zu Heiligabend, Leute, kommt die letzte Folge, also. Am 24. Dezember kommt die letzte Folge raus, muss man mal so sagen. Ist doch geil, oder? Hast du Cyberpunk und halt noch Akudama Drive, Digga, die sich überschneiden. Digga, das passt einfach, oder? Zum Ende des Jahres hin. Also würde ich mal sagen, Leute, kann man sich mal geben. Ich hoffe ja auch echt darauf, dass Akudama Drive noch lizenziert wird von einem anderen. Aber sieht momentan nicht so aus, obwohl der Anime recht im Hype ist. Na. Ja. Muss ein bisschen noch abwarten, bis der Typ mal vorkommt, ne? Oh, das waren gute Shots. Oh, direkt einen abgezogen. 4000 Schaden gemacht. Läuft. Mann, jetzt geht mir der Ohrwurm schon wieder nicht. Alter, ich habe mir gerade eben noch beim Einspielen das, den Soundtrack von Wolfenstein angehört. Mal, ein Haus in Neu-Berlin. Ich mag den Song schon, Alter, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Trailer ist natürlich ein bisschen verwerflich, aber ja, ich mag den Song an sich. Der ist echt nicht schlecht. Ja, Hauptsache, wir haben noch 56.000 Leben von 58.000, das ist nicht schlecht. Gucken wir mal, ob wir noch was reißen können. Rein theoretisch könnte ich sogar noch den Song benutzen. Weil er halt von den Trailern her ist halt, ne? Und so von den Gameplays. New Mexico, oh, sie liegt sogar in unserem Radius. Das ist natürlich schlecht, Digga, weil wir liegen damit auch in ihrem Radius. Weil die New Mexico hat eine größere Schussreichweite als unsere. Und so. So, ich hoffe mal, das war nicht zu hoch, weil das sieht mir ein bisschen zu hoch aus, ne? So ein bisschen vor den Rumpf. Oh, aber ist so eine breite Bahn. Ja, das war gut, Digga, das war gut. Das hielt er sich zwar wieder hoch, aber hey, wir haben Schaden gemacht, Digga. Punkt abkassiert. 9 Treffer insgesamt haben wir bis jetzt gelandet. Ist kein schlechtes Ergebnis. Also hier vorne haben wir einen. Da ist noch einer da. Die Richtung. Da hinten sind noch zwei. Die New Mexico fährt weiter in den Kurs gegen die drei Mates. Okay. Also haben wir. Oh, jetzt dreht er ab. Das hilft ihm aber auch nicht mehr. Jawohl, Digga, den haben wir erwischt. Der Typ ist jetzt echt low. Das kann der Mate durchziehen, Digga. Was macht der Mate? Du kannst durchziehen, Junge. Mach hinne. Oh, Digga, der ist fast down. Gönn dir. Mate, gönn dir. Oh, ah, schade. Nicht gekillt, Mann. Das ist immer so der, Digga, letzten Moment, wo du das gebrauchen könntest. Digga, da kommt das natürlich nicht. Der Schaden, da kommt der natürlich nicht. Oh, das ist immer das Bittere bei der ganzen Sache hier. Ja, jetzt müssen wir uns hier auf den konzentrieren, obwohl der hat einfach gar keinen Blitzspeed. Gar keinen Speed, Digga. Aber ich habe Schiss, davor jetzt zu gehen, weil der macht dann wieder wahrscheinlich so einen ehrenlosen Move als Torpedos, ne? Ich weiß nicht, wo fährt mein Mate hin? Der fährt den Kurs, ne? Oh, ist er rausgekommen? Er ist rausgekommen. Jawohl, Digga, zieh durch. Oh, jetzt müssen wir rumlenken. Ja, das waren gute Shots. Nice. Ausfall sogar einmal. Ja, so, jetzt lenken wir hier rum. Dann sollte das passen. Wir müssen nämlich hier aufpassen, weil ich habe gerade bemerkt, ja moin, da hinten, da steht die West Virginia. Die ist natürlich ein Problemchen. Jetzt noch dazu. Hä? Was war denn das jetzt für ein Fehler? Ihr habt es auch gesehen, Digga, da war auf einmal Flakfeuer, Digga. Hä? Friendly Fire, Digga? Hä? Hä, was ist jetzt falsch gelaufen? So nach dem Motto. Ich dachte schon, Alter, hä, was ist denn das jetzt los?
hinter mir. Er fährt da lang, Alter. Was? Alter, er will von hinten kommen, wetten. Digga, das sieht mir so nach hinten aus. Ja, oder? Er lenkt rum, oder? Das sieht so komisch aus. Nee, er lenkt rum, er lenkt rum, ja, er lenkt rum. Gut, dann weg hier, weg hier, weg hier. Digga, das ist eine Falle. Das ist eine Falle, das ist eine Falle. Weg, 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 weg. Ich brauche ihn. Der will uns von hinten nehmen, Digga. Der will uns hops nehmen. Wo ist mein Jäger, Digga? Hä? Spottet doch mal. Digga, der Typ ist doch nicht tot. Kannst du mir nicht erzählen? Hä? Der Typ soll tot sein, alles klar. Von was denn? Hä? 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 Digga, der Typ ist einfach weg. Da, mein Jäger fliegt gerade genau über seine Position. Er ist einfach weg. Aufgeklärt. Ja, Digga, er ist weg. Läuft. Oh mein Gott. Wird. Ja, moin. Er fährt immer noch rückwärts. Oh ja, das ist perfekt. Pose, Digga. Oh ja. Da landet der Mings. Trefft man. Ha, er hat nur einen Treffer gemacht. Easy. So, er hat alle seine Munition verballert. Jetzt verballern wir unsere Munition. Das Haus in Neu-Berlin. Und so zielen. Da kann er nicht mehr hier rauskommen. Schön hinten aufs Heck gezielt. Oh, die kommen perfekt, Digga. Ja, Schakussell, Digga. Jetzt müssen wir ganz schnell rumlenken. Oh, das wird knapp. Ja, das wird nicht mehr so richtig was. Ja, der Schaden ist gering ausgefallen. Er ging nur auf Panzerung. Ja, jetzt hat er das Problem, Digga. Jetzt hatte ich sich verbaut, ne? Jetzt hat er nur noch die vorderen Geschütztürme mit 4 Schüssen jeweils. Und die hinteren hat er jetzt komplett weggemacht. Das ist natürlich ein Problemchen jetzt für ihn. So, das war auch wieder ein guter Schuss. Ah, das geht natürlich auch nochmal drauf. Ah, nur 2 getroffen, aber das war auch nicht so schlimm. Gut, jetzt nehmen wir Kurs auf ihn. Weil der Typ spielt echt unsicher, muss man sagen. Oh, jetzt nur in Mexiko. Digga, der wäre wahrscheinlich Rache, Alter, weil wir ihn sogar angekettet haben. Oh, das war ein Schuss auf uns. Ja, da kommen ein bisschen viele. Der ist zu weit weg. Der ist mir zu weit weg, Digga, der Typ. Das wird nichts. Ich drehe ab. Chill. Jetzt dreht er ab, Digga. Muss spätes, Digga, dreht er ab. Easy, nochmal 1000 Schaden gemacht hinterher. So, let's go. Wir ziehen uns zurück. Das haben wir hier eindeutig so eine Packsituation, sagen wir mal so. Digga, wo kam der Schaden her? Lol. Er hat uns einfach an einem scheiß Geschütz getroffen, Mann. Oh, Junge. So, die Geschütze sind jetzt offiziell nachgeladen. Oh, Digga, das war richtig heftig, Alter. Oh, jetzt kommen die natürlich alle mit ihren verdammten Kreuz an, Digga. Das ist natürlich jetzt Abfuck, ne? Aber egal, zumindest nicht mehr auf uns der eine. Der Typ ist halt nicht am Fahren. Oh, nein. Digga, er hat nicht einmal getroffen. Nice. Hatten wir jetzt eigentlich getroffen? Auch nicht, ne? Ne, hat noch nicht getroffen. Okay. So, wir müssen hier mal schön vorbei. Digga, das ist natürlich ein Problemchen mit dem Map-Ende hier auch noch natürlich. So richtig in der Enge, Digga. Wenn er jetzt, ja, er macht jetzt den Move, Digga. Er will jetzt aggressiv reingehen. So, zack, Alter. Gleich wieder alles hochgemacht. Oh, die kommen gut. Oh, jawohl, Digga. Auch sein Geschütz genommen, Alter. Easy. Los, mach hinne. Warum gibt er nicht Gummi? Haben wir Motorschaden, Digga? Nö. Hä? Ich wollte schon sagen, Digga, warum gibt der kein Gummi? So, die vorderen abschießen. Oh, der Typ hat's aber auch mit der Scheiße in Mexiko, ne? Alter, der fuckt ab, Mann. Digga, wenn das 2 Volltreffer wären, ne? Digga, ich feier's so. Einer hat ihn getroffen, zumindest. Aber war kein großer Shot. Digga, was machen die beiden Typen da hinten, Alter? Hä? Ja, klar, Digga, jetzt treffen sie mich auf jedes Mal.
Komm, Digga. Ich wollte schon sagen, Alter, die treffen jeden Schuss, Mann. Ah, das war ein guter Shot. Da habe ich ihn jetzt in die Hände gespielt. Oh mein Gott, er hat ihn aber... Oh mein Gott, er hat ihn richtig hart reingenommen, Digga. Oh mein Gott. Schnell, Feuer. Feuer, 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 komm. Ja, gönn. Oh, So, die letzten zwei haben abgeschossen. Ja, war mir sowas von klar, Digga, weil die Schiffe halt nicht schlucken in World of Warships, ne? Digga, die schlucken einfach hier komplett nicht. Hä, die Bayern sollen doch im Gefecht sein, als ob, Alter. Dauert das 8 Jahre oder was? Das kleine Gefechtchen da, oder was ist es? Neunachttausend Punkte, Alter, für das Schiff. Sieg, ja moin, Digga, alles klar. Ja, klar, läuft, Sieg. Ich weiß nicht, Leute, sollen wir uns das Upgrade holen? Das ist jetzt nur noch geschützt drehen. Ne? 16.000 Punkte, ah, gut, komm, gehen wir jetzt mal schnell. So, jetzt haben wir verschnellerte Turmdrehung, müsste es sein, ne? Erhöhte Feuerreichweite und Feuerbatterieverbesserung, ja. Sollte auch schneller sich drehen. Die ganze Sache. Ja, jetzt müssen wir nur noch auf das schöne Schiffchen hier sparen. Und dann haben wir es auch schon. Mal gucken kurz. Ist das andere Gefecht hier auch schon ausgelaufen? Nö. Wie weit waren wir denn hier? 18.000 Punkte noch. Ja, das war auch nicht viel mehr. Aber hier habe ich schon Geschützdrehungen halt drin gehabt. Ne? Also, hier habe ich schon Geschützverbesserungen. Hier ist nur noch Motorverbesserung. Naja, gehen wir jetzt erstmal noch mit der Bayern-Match rein, würde ich sagen. Obwohl, das Gameplay ist schon ziemlich lang, ne? Digga. Naja, da würde ich sagen, Leute, das war's schon mit dem Gameplay. Ein bisschen länger wieder, ein längeres Gameplay wieder, aber ich denke mal so für Livestream-Entschädigung und dafür, dass die Woche nur 2 Videos oder so kommen, ist das nicht schlecht. Ja, Apex Legends werde ich auch jetzt noch ein Video demnächst mal aufnehmen, wenn ich dran denke. Ich wünsche euch viel Spaß mit World of Warships Legends. Ich habe wieder mal an der Konsole gezockt, falls jemand euch aufgefallen sein sollte. Ich glaube, Crossplay hatte ich eigentlich auch aktiviert. Nee, Crossplay hatte ich nie aktiviert. Auf jeden Fall, Leute, wünsche ich euch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ich wünsche euch auch einen schönen Start in die nächste Woche. Wir sehen uns dann nächste Woche im neuen Video oder nächsten neuen Livestream vielleicht. Je nachdem. Auf jeden Fall, wie gesagt, versprochen ist versprochen. Nächste Woche kommt ein Apex-Gameplay auf jeden Fall mit der neuen Map, mit dem so neuen Design, ne? Bin ich mal drauf gespannt, wie es so sein wird. Und ja, wünsche euch viel Spaß. Haut da rein, wirklich. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Apex Legends und halt auch mit World of Warships Legends. Und ja, viel Spaß, Leute. Haut da rein. Schönen Abend. Und wie gesagt, meine Empfehlung, Akudama Drive, Digga, für Cyberpunk. Ersatz erstmal. Könnt ihr euch gönnen. Ja, wie gesagt, das Teilproblem mit Aniverse ist halt Aniverse, ne? Aber ich sag mal so, ne, lieber lizenziert als komplett nicht lizenziert. Es gibt viele Anime, die richtig gut waren, Digga, die nie lizenziert wurden. Nie, Digga, die wurden simulcast ausgestrahlt, nie lizenziert. Das ist halt dann das Bitterste, was passieren kann, ne. Also hier zumindest zulande. Auf jeden Fall, haut rein, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.